Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibärenbande. Heute ist der 32. Tag von unserer 100-Tage-Challenge und der 17.10. Und ich habe heute festgestellt, dass ich Folge 25 nicht veröffentlicht habe, sondern Folge 26. Total blöd. Na egal. Aber das werdet ihr schon bestimmt mitgekriegt haben, aber Folge 26 kommt dann anscheinend morgen. Also für euch schon länger, für mich morgen. Genau, so, wir spielen weiter. Wir spielen gegen Zerg. Wir versuchen uns zu motivieren. Und ich habe jetzt ein bisschen geübt nebenbei. Und habe ein paar schöne Bilder dann gefunden und die muss ich halt noch ein bisschen üben. Coolsten ist die gegen Terraner. Void Ray Colossi. Das ist echt hart. Habe ich vorhin ausprobiert. Ich habe das Video wieder, das Spiel leider nicht aufgenommen, ist aber echt cool. Man kann sehr gut die Drops verteidigen und alles andere auch. Das ist sehr hart. Und vorhin, wenn die dann noch verbessert werden mit dem Patch, boah. Freue mich schon drauf. Freue mich schon auf den Patch. Freue mich sehr auf den Patch, wenn Terran endlich mal ordentlich auf die Fresse geben können. So, genau. Wir spielen gegen Zerg. Und ja, spiele auch kaum noch mein Two-Gate-Opening. Nur gegen Protoss. Gegen Zerg spiele ich was anderes. Gegen Zerg kann man das trotzdem spielen. Ne, ich glaube, gegen Zerg spiele ich das doch nochmal. Komm mal, ich muss es immer überleben. Ja, doch, wir spielen es nochmal gegen Zerg. Eindeutig. Ich habe nämlich ein Bild mit viel Adepten. Also so eine Abwandlung von meinem Originalbild. Aber erstmal gucken, was der Gegner macht. Das Einzige, wo wir aufpassen müssen, dann mit dem Adepten. Also, Mass Adepten, irgendwas heißt das. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Mass Adepten, irgendwas. Da brauchen wir auch erstmal nur ein Gas. Vorteil ist, wir können ein bisschen hier Dings anfangen. Oh! 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 Too late! Too late! Too late! Und es weitergeht. Mal reingucken. Man darf nicht sterben. Gut, ist schon fast durch. Gut, ich darf mich natürlich auch nicht verzetteln mit meinem Spielen hier. So, faken auf jeden Fall Cannon Rush an. Keine Reaktion? Leider nicht. Ah, sind wir schon spät dran mit allem. Aber wir können die Echse ein bisschen eher nehmen dafür. Ich glaube, der Vorteil von dem Bild ist einfach, dass wir die Echse ein bisschen eher nehmen können. Jetzt nicht vergessen. Nicht genügend Mineralien. Ehre den Dalai Lama. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und noch einen. Und jetzt kommt erst der. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Also viel Gas brauchen wir nicht. Ah. Oh. Oh, ich darf nicht vergessen, hier weiter abzubauen. Ehre den Dalai Lama. Ja, ich habe natürlich meine Adepten, sollte ich eigentlich nicht verlieren. Aber ich habe den Bild noch nicht so richtig drauf. So, wir brauchen auf jeden Fall auch noch einen Robo gleich.
kommt halt dadurch ein bisschen später, aber das ist nicht so weiter wild. So, wir gehen noch ein bisschen rumgucken. Wir müssen gucken, ob wir eine dritte hat. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Wir, ja, exekutieren. Oh, wir müssen noch ein bisschen unser Zeugs hier ausgeben. Nicht genügend Mineralien. Najakar-Minar. Für den Ruhm. Gucken, ob er schon eine dritte hat. Nope. Vorwärts. Nicht gut. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin hier. Ich bin schaffen. Und wo werden wir gebraucht? Die Schlacht wartet. Hor Salah. Ach, ich habe keine Pylonen. Kein Wunder, dass hier nichts passiert. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Das ist mal nicht gut. Unser Denken gleicht sich. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ehre den Dalai Lama. So, wir gehen wieder auf ein normales Makrobild. Hat auf jeden Fall ein bisschen was verloren. Gebt uns einen auf. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Er hat auch sehr viele Dinge gebaut. Wir müssen auf jeden Fall gucken, ob schon eine dritte hat oder ob wieder Tech aussieht. Auf jeden Fall heilt was. Ich habe irgendwie in letzter Zeit auch mein Pylon-Problem. Dritter hat er schon. Aber nur Hydras. Bis jetzt. Ist gut. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ehre den Dalai. Ich glaube, ich habe mein Upgrade-Gebäude einfach viel zu früh genommen. So, wir brauchen auf jeden Fall dringend auch eine dritte. Sind wir auch die Upgrades, wenn wir es schon haben? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr habt nicht genügend. Eure Sonden werden angegriffen. Ehre den Dalai Lama. Mineralienfeld erschöpft. Zusätzliche Pylonen bauen. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Mineralienfeld. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr benötigt mehr Spingas. Natürlich blöd, dass jetzt meine Echse gekillt hat. Das war einfach eine neue. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mineralienfeld erschöpft. Jupp, man muss halt Zucker holen.
sich gefühlt. Forschung abgeschlossen. So, jetzt weißt du, wie es ist, wenn du deine Base verlierst. Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genug. Ihr benötigt mehr Wissen. Mein Leben für euch! Aber das reicht mir noch nicht. Mein Leben für Ajur! Ein paar auf Archons dann. So, wir gehen jetzt nochmal hoch. Und sollten nochmal ein paar Pfeile setzen. Mein Leben für Ajur! Unsere Gedanken. Feld erschöpft. So. Oh, und die nächste. Entaro Tassala. Der Kampf ist auf, wird unser sein. Feld erschöpft. Ula Sadar. Mein Leben. Und dann laufen Roaches. Durchgeführt. Ihr benötigt mehr Respingas. Mineralienfeld erschöpft. Erklärt euch. Wir stellen. So, wollen wir Gas? Haben wir nicht genug gemacht oder was? So, wir haben gerade ausgegeben. So, wir haben zwar jetzt keinen Rückzug, aber wir gehen trotzdem drauf. Nicht kämpfen. Mein Leben für ihr habt nicht genügend Mineralien. Na? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Was ist das nicht? Nein, nicht in der Eier. Ach. Na, da verliere ich wieder einen scheiß Lurkern. Kann doch nicht sein. Echt jetzt? Lurker. Oh Mann, die sind so mächtig. Übertrieben hart einfach. Verloren. Obwohl es eigentlich so gut aussah. Lurker. Das sind das Licht. Das sind wie Tanks. Trieben hart. Ihr habt nicht genügend. Ihr benötigt. Ja, da
komme ich nie mehr an. Mein Leben für Ajur! Ich vernahm euch. Pylon wird angegriffen. So diene ich. Ich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur! Sanaktum. Einigkeit liegt Stärke. Euer Denk. Ich habe auch kein Income mehr. Na komm, GG. Spielen wir noch eins. Lurker. Terraner. Lurker und Terraner. Das ist ja. Vor allem dafür, dass wir ihn ganz schön gestresst haben, hat er trotzdem ganz schön wenig verloren eigentlich. Verstehe ich immer nicht. Wahrscheinlich hätte ich durchpushen sollen, wo ich die eine Base weggeknüppelt habe. Gibt's eigentlich dieses Upgrade noch für die Lurker, wo die dann ganz schnell einbuddeln können? Ist gar nicht mehr. Und Herr Zerg, nochmal Zerg. Schön. Probieren dasselbe nochmal. Ich denke mal, mein Makro ist immer noch nicht gut. Ist eigentlich eher schlecht. Denke ich. Das ist das Problem wahrscheinlich, warum ich so schlecht bin. Zurzeit. Aber kann er halt immer nicht gewinnen. Man kann auch immer nicht verlieren, ne? Muss auch mal gewinnen. Für die R1 reicht's halt nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Jetzt ist schon da. Standard, guck mal nach. Interessiert ihn anscheinend nicht. Schade. Impuls ist auch gleich fertig. Ich glaube, mein Dings war so spät gebaut, mein. Cybernetic Score, das ist schlecht. Ziemlich spät. Ich muss mir den Bildorder nochmal richtig angucken, ey. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ehre den Daila. Ihr habt nicht genügend Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die Schlacht wartet. Ich hätte meine Adept am Anfang nicht verlieren dürfen. Mein zweiter Push besser geworden. Für den Ruhm. Unser Denken gleicht sich. Ajur, bist du all in? Du musst zurück.
Ich würde ein normaler All-In. In den Schatten. Wir bleiben. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Oh nein. Ah ne, das müsste eigentlich nicht fertig sein. Kommen richtig viele Länge. Unser sein. Wo werden wir gebraucht? Die Erstgeborenen werden auf siegen. Da sind sie schon. Da kommt er nicht rein. Es baut er sich noch Boomlinge. Forschung abgeschlossen. Ja. Also keine Drohnenproduktion gerade. Oh, guck mal, ich werde mal. Nicht genügend Energie. GG. Ja, wenn man das verteidigen kann, dann ist das absolut kein Problem mehr. Gut, war der jetzt? Ah. Komm, heute schaffen wir wenigstens ein bisschen über 4000 MMR, oder? Was denkt ihr? Heute schaffen wir es mal wieder, hoffentlich. Hoffentlich schaffen wir es heute wieder über 4000. Wir waren ressourcentechnisch so weit weg. Boomlinge, Hat anscheinend ein bisschen Probleme mit Toss. Ich sag, das kann ich verteidigen. Das ist für mich echt kein Problem, sowas. Das erste Problem ist ja immer noch das Makro-Game. So richtig. Oh, jetzt können wir mal Colossi Void Ray Bild ausprobieren. Gucken, ob das bei dem klappt. Die Map ist natürlich prädestiniert für sowas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wir spielen auf jeden Fall 3 Stalker Opening dazu. Wir gucken, ob was sie spielt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir müssen einfach echt entspannter werden bei dem Spiel. Ich glaube, das ist auch mein großes Problem. Ich bin nicht so entspannt meistens. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, gegen Foxy würde ich dann ganz einfach Cannons bauen. Na, was ist denn jetzt los? Warum seid ihr noch da? Warum sind wir alle noch da? Okay. Ihr habt nicht genügend. Kleine Probleme. Alles Standard. Was ist da los? Nur mal gucken, ob wir Gas genommen haben, doppelt. Oh ja, Cyclones. Da brauche ich auf jeden Fall was gegen. So, das ist ein Pilot, aber theoretisch sollte man dagegen eigentlich auch safe sein. Ich spiele doch keine Void Rays. Vielleicht doch? Ja. Irgendwas vergessen, ne? Stalker, Chronos,
normal Chrono Boost. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, gucken wir rein. Ich bin hier in den Schatten. Keine Exekut ist nicht gut. Dann bräuchte ich eine Robo. Oder irgendein Proxy. Wahrscheinlich ist gerade ein Fehler, zuerst den Dings zu bauen. Müssen wir mal reingucken. Kann man auch nicht rüber gesaudet, also. Scheiße. Reaper! Okay. Reaper! Ich bin die Stimme. Was ist euer Begehr? Reaper Orlin habe ich auch noch nicht gesehen. Lass dich mal von mir und so ewig spüren. Erneut dienen. Reaper. Ich bin hier in den Schatten. Was ist euer Begehr? Nun gut. Ich bin das Herrliche. GG. Was war das für ein Ding? Das war komisch. 2 MMR noch. Was war das denn? Reaper denn? Na gut. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Hat er überhaupt eine Echse gehabt? Sein scheint gar nichts gehabt haben. Hat auch ein bisschen komisch angestellt mit seinen Reapern. Egal, wir spielen noch eins, weil das war mir wirklich zu kurz. Und ich habe mal ein bisschen Zeit, bis meine Freundin fertig ist. Ich habe halt auch, wie gesagt, ein paar Mal gespielt, also deswegen haben wir hier vor ein paar Minuten, Ja, ich habe bis jetzt mehr gewonnen als verloren heute, aber. Und wir haben keinen Tag verpasst, also nochmal, falls jemand sich wundert. Vielleicht habe ich auch vergessen, eine Folge zu veröffentlichen. Das könnte auch sein. Warte mal, 26. Folge? Ich muss da mal nachgucken. Ich werde es euch dann morgen sagen, ob es hinhaut oder nicht hinhaut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Komischerweise habe ich auch Folge 27 nicht gerendert. Die Frage, habe ich die überhaupt gerendert gehabt? Ne, ich habe die, glaube ich, nicht gerendert. Ganz komisch, ganz ihr komisch. So, wir spielen wieder gegen Zirks. Zirksy Boys. Und wir versuchen nochmal unseren Adepten-Ding. Erstmal gucken, ob er geäxt hat. Ein bisschen das Gefühl, wir sind zu spät. Noch nicht hat er geäxt. Hat von mir 6. Werden angegriffen. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
Nein, darf er noch nicht. Pylon wird angegriffen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, es hat ein bisschen was gekostet, aber ihnen noch viel mehr. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht. Na, ich hab doch ganz andere Bild gespielt, sehe ich gerade. Na egal. Ist auch okay. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich muss halt jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht sterbe. Komm, wir müssen lieber mal ins Tor kommen. Weil ich Schiss habe. Und am zweiten. Irgendwie habe ich gerade ganz komisch ein Bild gespielt. Ich bin. Ihr habt nicht genügend. Ihr habt nicht. Eure Sonden werden angegriffen. Ich bin hier in den Schatten. Der Akku. Seid auf mich angewiesen. Wir sind eins. Nun gut, was ist euer Beginn? Ich bin das Herz der Finsternis. Ich bin hier. Nein, das ist viel wichtiger. Keine Robo gebaut habe. Ich bekämpfen den Gegner. Ist euer Beginn. Forschung. Ganz wie ihr wünscht. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Ich bin die Stimme der Finster. Ich bin das. So, wir machen einfach Two Ways All In raus. Gut ist. Hätten die eigentlich gar nicht nehmen brauchen. Ich habe schon eine dritte Hand. Wir bleiben. Wir sind eins mit dem Schatten. Upgrade durchgeführt. Sie brechen durch. Ist die Leere. Erneut die Ihr seid. Erstgeborenen werden auf sie. Faken jetzt noch die vierte an. Und bauen nur noch Adept. Ehre den Dai Lam. Plus ein bisschen Gas. Die Erstgeborenen werden. Könnte sein, dass wenn. Two Ways All In etwas spät kommt. Ehre den Dai Lam. Najaka Mina.
Erzgeborenen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mineralienfeld. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ehre den Dalai Lama. Gehen wir über die Mitte? Ne, wir gehen nicht über die Mitte, wir gehen außen lang. Mineralienfeld erschöpft. Kalt. Ihr benötigt mehr Vespingas. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Ehre den Dalai Lama. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die Erstgeborenen, unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Die Schlacht wartet. Okay, das hat er doch gewonnen. Ehre den Dalai Lama. Vorwärts. Unser Denken gleicht sich. Ja, Exekutor, die Schlacht wartet. Ajur wird erneut. Ach, Lurko, na, ist vorbei. Ach, Mann. Die Erstgeborenen werden auf sie. Mal eigentlich rausgehen, weil so viel Zeit lässt er uns mit Sicherheit nicht. Wir dienen mit. Ich bin die Stimme. Ich habe auch wieder Scheiße gefeit. Ich hätte doch umangreifen sollen. Die Erstgeborenen. Hat auch mein Warprism erwischt. Hätte er das nicht erwischt, hätte es vielleicht besser ausgesehen. Kann ich mal weglaufen, ey. Ach komm, GG. Ich bin nur noch schnelles. Schade. Wäre wahrscheinlich wieder die 4000 gewesen. Ja, jetzt müssen wir uns echt wieder übelst hocharbeiten. Im Zerg bin ich halt, wie gesagt, auch noch nicht so gut. Ach, guckt ihr das an, ja. Das ist kein Wunder. Ja, du musst doch irgendwann. Naja, ein Spiel nur noch. Ein letztes und dann. Ich würde sagen, reicht's für heute. So, Hauptsache wir kriegen noch einen Gegner. Na, sag ich doch. Ach, der war auch mal Meister. Ja, okay. Da war meine All-In viel zu spät. Das ist dasselbe normal. Oder? Ich weiß es gar nicht. Armageddon sagt mir gar nichts. Aber wir verlieren ja eh wieder gegen die Lurker. Die einfach zu hart sind. Viel zu hart. Viel zu hart. Die werden nicht angefasst. Beim Patch finde ich ein bisschen schade. Aber egal, es werden Kolosse gepusht. Das ist los. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wir spielen mit den eigentlichen Bild, die ich vorher hatte. Deswegen können wir das letzte Spiel auch ein bisschen so aus dem Konzept bringen lassen, wahrscheinlich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
Aber er wusste irgendwie auch, dass es kommt, also. So war es nicht. Keine Echse. Oh. Immer noch keine Echse. Na dann. Das wird doch ein ganz schnelles Spiel. Hä? Ah, Pool ist schon fertig. Ich finde halt dieses krasse, den krassen Gegenteil bei manchen Spielern, also dazu. Eure Sonden werden angegriffen. So, jetzt kommt er auch. Eine Cannon reicht eigentlich. Oh, Pylon hat vergessen. Crazy. Echsen. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Ihr habt mich Gas. Gebt uns einen Auftrag. Ihr habt mit Forschung abgeschlossen. Der einzige Nachteil ist, ich komme nicht raus. Ihr habt nicht gelogen. Ich bin. Er wird jetzt bestimmt doppelt geäxt haben oder irgend sowas. Muss er ja. Ihr benötigt mehr Vespingas. Sie brechen durch. Ja, das ist schon voll saturiert. Okay. Auf den Schwingen der Kreis. Das ist eigentlich gebaut. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ja, ich brauche viel mehr Gas. Wir könnten eigentlich einen All-In holen hier. Na los! Ja.
Chrono Boost nur noch und dann rufen wir die beiden hier ab. Ehre den Deiler. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Den dritten hat er ja zum Glück noch nicht. Also brauchen wir uns noch keine Sorgen darum zu machen. Ah, jetzt hat er wohl die dritte. Oh, die ist gleich bereit. Für uns. Fällt erschöpft. Die erste. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, also wenn wir jetzt den All-In nicht hinkriegen, dann weiß ich auch nicht. Upgrade durchgeführt. Oh, noch ein zweites Void irgendwo hochfressen. Wir brauchen viel mehr Pylonen. Upgrade durchgeführt. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Ich bin das Herz. Ehre den Dai Lam. Mutas, nee, ich jetzt. Ach, das Übliche. Warum immer nur Mutas? Die Schlacht wartet. Ich jetzt, wir verlieren jetzt echt gegen Mutas. Ihr habt nicht genügend. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ich bin Schatten. Kein Kontakt. Unser Denken ist leicht. Wir dienen Menschen. Ja, Exekutor. Ehre den Dai Lam. Hor Salah, wir dienen mit Stock. Najaka Mina, gib uns einen Auftrag. Ich bin hier in den Schatten. Ach, Mutas. Weil ich wieder nicht gescoutet habe, wie immer. Mutas. Ach, warum hab ich die eigentlich nie auf dem Schirm? Ich verstehe es nicht. War auf jeden Fall. Eigentlich war es vorbei. Ach, Mutas. Warum hab ich das nicht gesagt? Hab ich das überhaupt gesaut? Naja, egal. Wir sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, tschüss, euer Mutibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss, tschüss.